Ein herzliches Willkommen hier zurück zu einem Ligaspiel in der Metzler Power League One. Zum Abschluss dieser achten Runde trifft der WRC auf den LASK hier im Keller-Duell. Mit dabei auch der Fangamer. Grüße. Also Grüße. Grüß euch. Grüße. Ja, der LASK auf der 8. Konnten ihren ersten Sieg letztens feiern, aber auch der WRC konnte seinen ersten Sieg letztens feiern. Oh. Stehen auf Rang 10. Tja. Du fallst mein und wer liegt deiner? Oh, ja. Und das verletzt auch noch. Danke. Fair play. Ja, beide wollen vorne mithalten weiterhin. Da würde ein Dreier natürlich sehr gut sein, um davon an der Gruppe mitzuhalten. Der und Fünfte die Punkte hat auf dem Sechsten mittlerweile schon 3 Punkte. Oh, Macke, Stevens hat's getroffen. Na, Michael Steven kommt. Ah, schön. Pfeil falsch gelesen. Schau, Victor hat's getroffen. Oh, Trottel. Oh, sehr schöner Pass auf Wernitzek. Oh, schon wieder. Was denn? LASK steht sich heute selbst im Weg. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ah ja. Wernitzek, erste große Chance hier für den LASK. Ah, für den WRC. Ah, es war dann noch abgefälscht. Ja, hat er noch gehabt, der Gehbauer. Konter, Michael Steven. Oh. Ja. Gibt ein Foul. Oh, schön. Schöne Parade von Kofler. Foul habe ich jetzt nicht so wirklich gesehen, aber geht von mir aus in Ordnung. Ja, da. Ah, da ein bisschen reingerutscht. Ja, 3 Ligatreffer hat er schon in der ersten Liga. Würde ihm sicher nichts ausmachen, wenn er dann nochmal treffen würde. Wenn er nochmal ein bisschen nachlegt. Oh. Schade. Entschuldigung. Nichts passiert. Okay, passt. Oh, schade. Boah. Ah, genau in die Hände. Ja, es ist ein sehr schnelles Spiel. Und wieder Kofler, keine Gefahr. Oh. Jupp, sehe ich auch einen.
Ui, abgefälschter Freistoß. Ja, Player, maßgeblichen Anteil gehabt letztes so am Erfolg des WRCs. Ui. Aber sie kommen irgendwie nicht in Fahrt jetzt. Oh, der war schön. Auf Player. Oh. Schön und Mann. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Oh, schön gemacht von Schmerböck. Auf, Blair. Ah. Und er vergibt die Doppelkeit voller Halbzeit. Ui. Ja, Zidane konnte auch nicht wirklich glänzen. Nach der Klatsche von gegen Salzburg ein bisschen erfangen, dann mit dem 2:2 gegen St. Pölten. Jetzt wollen sie natürlich hier weiter punkten, um dann nach vorne zu kommen. Ja, der WRC, der die Rangers besiegt hat, 3:2, sich auch eben gut von dieser 6:0 Klatsche gegen Rapid erholt und hat generell eben die ersten 3 Treffer erzielt in der Liga. Oh, das war herrlich gespielt. Und das war. Das war nix. Schön. Ah! Hätte ich doch selber schießen sollen. Ja, solche Geschenke kriegt man nicht jeden Tag. Oh, schön noch von Amadei. Tada. Oh, was war das? Und schon mal Christine. Oh mein Gott. Aber man merkt, beide haben nicht dieses Selbstvertrauen, einfach hier ein schönes Spiel aufzuziehen. Beide mit vielen Fehlern. Oh. Oh, das Spiel war. Weiter. Boah. Oh. Puh. Aber man muss doch sagen,
dass Glaswegge hier Glück hat, dass der 0 noch steht. Oh, schöner Pass. Und sie dann. Jetzt aber. Jetzt aber. Eigentlich wollte ich den Pass gleich auf ihn rüber machen, die Flanke. Fenizek trifft. Jetzt aber. Beim vierten Anlauf hat es geklappt. Ja, da lag so ein bisschen tot. Ja, für Lars würde das bedeuten, dass sie auf den 9 zurückrutschen. Für den WRC, dass sie auf die 6 nach vorrutschen. Na, noch ist es ja nicht gegessen, sag ich mal. Genau, noch sind es 23 Minuten. Gott sei Dank. Oh. Ah. Wo greift er hin? Gelb. Danke. Das war jetzt ein ordentlicher Schnitzer. Oh. Ja. Jetzt. Sinnerin. Sidan. Kann man sagen, in jungen Jahren. Sein erster Treffer. Und jetzt wird schon schwer für den Mask. Ups. Das war ein bisschen zu weit raus. Ne? Das gibt's nicht. Singen wieder auf Kofler. Herr Kofler hält heute das Ding da hinten. Ja, er hält sie ins Spiel, kann man sagen. Oh, das gibt's. Gott sei Dank. Keine Kraft mehr gehabt. Na, schaust du mal da für den Lask. Und tschüss. Jetzt müsste er gehen. Ja. Wird aber leider nichts bringen. Der WRC
fährt höchstwahrscheinlich seinen zweiten Sieg jetzt in Folge ein. LASK wieder mit einem kleinen Einbruch. Entschuldigung. Kein Problem. So, aufgrund der Umsetzung nur einen Kurzeinsatz bekommen. Ah, das gibt's ja nicht. Na gut, Lindl kann man immer wieder. Schiedsrichter pfeift noch nicht ab. Oh. Schon im 95. Ja, aber ich glaube, an den drei Punkten wird nichts mehr zu rütteln sein. Ein Tor auf oder ab, sage ich mal jetzt. Jetzt aber. Schlusswurf, 2:0 Sieg. Ja, ein Arbeitssieg war das. Ein richtiger Arbeitssieg. Erste Hälfte gute Chancen gehabt, aber nicht viel nutzen können. Aber dann. Sieh dann mit dem ersten Treffer. Legenda. Legenda, ja. Na gut, Wiederholung sind wir keine, dann bis zum nächsten Mal, haut rein, mach's gut und ciao. Ciao. Wie üblich.